Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Abo-Post-Opening. Und wie ihr seht, seht ihr nicht wirklich viel. Wir haben hier ein Riesenpaket vor mir liegen, das aber glücklicherweise nicht so schwer ist. Also ich denke mal nicht, dass hier so eine Riesensammlung drin ist. Einsendung mittlerweile Nummer 4. Man sieht das von der Seite her, dass das mal ein Case war von irgendwas. Ich weiß nicht genau, welches Set das gewesen ist, aber es war mal die Verpackung eines Cases, also weiß ich nicht, irgendwie ist das. Das sieht ein bisschen größer aus, das für ein normales Display. Ich weiß jetzt nicht genau, was da drin wäre. Das ist auf jeden Fall direkt von Konami geliefert worden und bin mal gespannt, was wir heute ja, da rauskriegen und wie viele Umschläge wir heute überhaupt tatsächlich schaffen. Und wir haben ja noch theoretisch ein paar Briefe mit am Start. Ob wir da jetzt hinkommen, sei jetzt mal dahingestellt. Ich habe keine Ahnung, was uns hier drin erwartet. Fühlt sich nicht nach so viel an. Also, ich denke mal, das wird dann, glaube ich, ganz entspannt gehen. So, ich glaube, ich werde hier tatsächlich die Adresse. Das Ding muss ich hier dann ein bisschen lockern, was ich hier vorgedingst habe, damit ich das hier aufkriege. Moment. Kann ich hier drum rum machen? So, und dann kann man es aufklappen, ohne dass ich rangehe. So, was haben wir denn hier alles? Okay, wir haben alles stark eingepackt. Gut. Schauen wir uns jetzt mal den Brief an, bevor wir das gesamte Ding auspacken, weil das ist halt schon mega riesig. Hallo Rainbrain, Victor. Mein Name ist Tobias, bin 21 Jahre alt und komme aus dem schönen Saarland. Ich habe das letzte Mal vor circa 6 bis 7 Jahren aktiv Yu-Gi-Oh! Gespielt. Per Zufall habe ich deine Videos gefunden und finde deine Openings einfach klasse. Da ich selbst nicht mehr sammle, habe ich dir ein paar meiner alten Karten und Zubehör in das Paket gepackt, da diese bei mir nur im Regal stehen und eh nicht mehr zu Gebrauch kommen. Vielleicht kannst du davon noch was gebrauchen. Ich hoffe, dass alles heil angekommen ist und nichts davon kaputt gegangen ist. Das werden wir gleich sehen, das weiß ich noch nicht. Grüße Tobias. PS, bitte die beiden Karten, die im Rückumschlag stecken, auf der Rückseite unterschreiben, auf der Hülle. Dankeschön. Alles klar, schauen wir mal rein, was denn hier alles ist. Also ich sehe hier eine Menge Zeitungspapier, das heißt eine Menge Schutzstuff. Da drunter ist die Adresse, das heißt hier sind die Karten zum Unterzeichnen. Mal gucken, was wir hier zum Unterzeichnen haben. Wir haben, okay, One-Piece-Karten. Interessant, alles klar. Ace, Ruffy und Zoro. Sehr cool. Sogar ein Holo. Ich habe keine Ahnung, ob die wert sind oder ob die geil sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das der Umschlag. Die kriegst du dann auf jeden Fall signiert. Lege ich mal mit zur Seite. Und dann schauen wir uns mal an, was. Ja, was ist denn das überhaupt? Ist das hier von irgendeinem Gartenladen? Baumarkt. Okay. Wir haben. Was ist das denn hier? Are you serious? Moment. Ist das eine offizielle Hobby-League-Matte mit Jubel? Oh, wie geil ist das denn? Und da ist noch eine Stern. Was ist das? Oh Gott, ich leg das mal hier. Ich nehme erstmal alles raus. Wow. Einmal zwei Matten, Full-Size. Sehr cool. Dann haben wir hier eine Deckbox. Das ist das Schwerste hier. Und der Rest ist, glaube ich, nichts mehr, ne? Nee. Da bin ich gespannt, was du da hingepackt hast. Alter, eine Deckbox, Alter. Die ist ja mal stabil. gucken wir uns das mal die Matten an. Oh, ist das cool. Ist das cool. Ich habe selbst noch gar keine einzige Matte von irgendeiner, von irgendwie Upper Deck oder so gehabt. Und das ist eine Sneak Peek Matte von Stardust Overdrive. Oh mein Gott, ist das eine Oldschool Matte. Ey, wie geil ist das denn mit Majestic Star Dragon. Oh, wie cool ist das denn. Oh, das fühlt sich auch noch so rau an. Das war noch ein ganz anderes Material als früher und ist halt natürlich auch stark gebraucht. Wow. Und da oben mit Konami. Ist das schon von Konami oder von Upper Deck? Ich weiß das gar nicht. Stardust Overdrive, das war, glaube ich, irgendwo da mitten im Mix drin gewesen bei 2008. Sehr, sehr cool. Sehr geil. So eine Matte besitze ich persönlich gar nicht. Vielen, vielen Dank, Alter, dass du. Also vielen, vielen Dank dafür. Ist echt schade, dass du nicht mehr spielst, aber wow. Sneak Peek, Alter. Das ist so oldschool, ey. Das ist so oldschool. Dann haben wir hier noch eine Jubel-Matte von der Hobbyliga. Alter, die sieht voll cool aus mit den anderen zwei Stufen davon. Die sieht echt cool aus. Noch so schön hell auch hier unten noch. Wow. Wow, die werde ich auf jeden Fall mal auf Local spielen irgendwo. Oh, noch das Original Yu-Gi-Oh! Logo, das Oldschool-Logo. Alter, von wann ist das denn? Das muss ja mitten in den Jack sein. Noch schön hier mit dem Upper Deck-Logo. Alter. Ich bin sprachlos, das ist krass. Und da bin ich mal, okay, wow, ich bin sprachlos. Wir gucken mal an, was du hier drin hast. Ich nehme an, hier sind eine Menge Oldschool-Karten einfach drin. Wow, das. Was ist das denn hier? Würfel? Okay. Ich glaube, ich brauche nie wieder Würfel zu leihen oder was. Das hier ist ja ordentlich Würfelzeug, Alter. Upsala, da fallen schon die ersten Karten raus. Nehmen wir mal einmal die Würfel hier alle raus. Zu den Karten kommen wir gleich noch. Die legen wir einfach mal hier hin. Und eine Unterdrückungsherrschaft sehe ich hier.
Noch ein Pack und hier noch ein Pack. Das ist vielleicht noch ein Deck sogar. Vielleicht nur ein altes, was weiß ich, was für ein Deck das ist. Was sind das hier für Hüllen? Bitte schön. Darf ich sowas überhaupt hier auf YouTube zeigen um diese Uhrzeit? Vielleicht erst wegen der Uhrzeit. Ansonsten ist hier nichts mehr drin. Das sind wahrscheinlich solche Trends, die man rausnehmen kann. Das ist so ähnlich wie mit den Dragon Shields. Ich weiß gar nicht, ob das ein Dragon Shield ist. Wahrscheinlich nicht. Das ist bestimmt auch eine richtig antike alte Deckbox, hier ich mal zur Seite. Okay, wir haben ordentlich viele Würfel. Also, ne, Würfelisch ist auf jeden Fall. Und Pokerwürfel auch noch mit dabei. Da fliegt doch schon der erste Würfel runter. Okay, ich brauche mir keine Würfel mehr zu kaufen. Dankeschön dafür. Legen wir mal hier mit zur Seite. Heben den einen da auch nochmal auf. Oh, am Boden liegt. So. Und gucken einmal an, was ich hier noch an Karten reinfasse. Also ich sehe schon die Unterdrückungsherrschaft in Rare. Eine gute Karte damals gewesen. Mittlerweile leider banned. Royal Oppression, Psi-Lebens, Deck Verwüstungssphäre, sehr cool. Eisenkettendrache. Ich glaube, ich habe jetzt mir letztens erst einen angetauscht. Ich habe bisher noch, glaube ich, gar keinen gehabt. Flamville, Feuerhund, Gale, Sangan, sehr coole Karten. Möbius, hier ein Gladi-Deck. Sehr cool. Rettungskatze als Rare. Oh, aus TU. Oh, sehr cool. Die hat ja, glaube ich, nachher nochmal einen super Rare-Print in einem der Turbo-Packs, oder gehabt? Noch ein Eisenkettendrache. What? Okay, hinten haben wir noch einen Schöpfer. Das sind Karten wieder, die andersrum sind. Das sind alle andersrum, dann drehe ich das auch mal um. Ein Schöpfer, sehr cool, aus Elemental Energy. Das war die Special Edition. Damals war noch die sind Special Edition sogar Secret teilweise. Flamville Magier, sehr cool. Alter, wie viele sind das? Ach du Scheiße. Zengen-Jin, Pinguin-Soldat, sehr cool. Beraterin Lilly? Die kenne ich gar nicht. Wie cool. Es ist quasi Injection Fairy Lilly in jünger oder älter? Okay, Space Striker, DD-Angriff, DD-Angreifer, finsterer Schöpfer. Alter, warum so französische Karten? Bruce Dam, Schrumpfen, Staubtornade, Super Rare, oh, aus Pharaoh Servant, Originalprint, sehr cool. Trap Hole, Super Rare, haben wir auch, glaube ich, damals in dem besten Opening aller Zeiten auch gezogen. Super Rare, sehr cool. Kierfried Original, Super Rare, Gewittermagier, als Special Edition Promo, ein bisschen angedönert hier die Karte, Scapegoat, Super Rare. Thronangreifer, Spellruler, Alter. Oldschool, Waffenstillstand. Der Topf hat es auch ein bisschen schon mitgekriegt. Oh, einige Karten sind hier angedönert. Wow, das fühlt sich an wie. Oh, nochmal Pinguin-Soldat. Wie cool ist das denn? Das fühlt sich an jetzt wie eine Folge Good Deal or Bad Deal, Alter. Oh, so viele Oldschool-Karten. Schwarzflügel, Schura, die blaue Flamme. Was ist dahinter, was er nicht rausgucken will? Maximum 6. Okay. Alter, coole Ultras. Das sind so alles Karten. Das ist genau die Zeit, wo ich nicht gespielt habe, Alter. Gestindadon habe ich einen tatsächlich. Ich glaube, den gibt es auch als. Der war da nicht sogar eine. Ne, der war keine Sneak-Promo. Holt euch ja finsterer Drache. Ninja Messo, Sasuke. Golden Attack Force habe ich auch in Ultra, habe ich mal gezogen gehabt. Aus einem Pack. Ich glaube aber nicht, dass das Ferrosolvent war, sondern. Oder war das Ferrosolvent? Doch, der kommt aus Ferrosolvent. Spiegelkraft, DD Kriegerin als Hobby-League-Karte. Parallel Rare. Mystical Space Typhoon. Oh, geil! Hobby League. Oh, wie cool ist das denn? Alter, dass die Karten angedönert sind, heißt schon einiges, weil die Dinger sind halt quasi laminiert. Die können eigentlich kaum kaputt gehen. Alter, wie cool ist das denn? Ich hab ein paar Hobby League Karten, aber kein MST. Ashura Priest auch davon. Creature Swap. Versteckung für den Mean Gold aus der Gold Series 1. Oh, dieses Oldschool Gold und dieses Dunkel Gold. Neo-Weltraum Dark Panther. Noch ein Waffenstillstand. Oh, Cyberdrache Ultimate. Alter. Tynan, die große Sphinx-Troll, wie es always. Power Tool Dragon, Testalos Ulti, die Liga eliminieren Ulti, unmittelbar fallen lassen, wow, Ulti und Phantomdrache Ulti. Alter, sind das geile Karten. Gucken wir dann mal hier weiter. Hier sind noch ein paar so andersrum gedreht und dann habe ich hier noch was. Hier haben wir wahrscheinlich so ein Dark Arm Deck von damals noch. Blizzard. Flamwell, Feuerhund, Farmfrosch, noch eine Royal Oppression, kann man immer nicht genug haben. Kribons, Bodenlose, TT, damals noch sehr teure Super, sehr teure Commons aus den Structure Decks. Kribons, Kartenkavallerist, Ruf der Gejagten, sehr cool, ein paar sehr gute Karten hier. Rekindling, oh, sehr cool. Jetzt auch noch ein bisschen Lightsworn Stuff auch. Noch ein Baumfrosch aus dem Champion Pack. Wow. Der sieht mal ganz anders aus als die Rare, Alter. Der hat ja mal richtig anderes Blau. Das sieht mal komplett anders aus. MST? Blitzeinschlag? Alter, wie viele Kribons hast du, bitteschön? Lichteinspender Spiegel, sehr cool. Und Staubtornado? Wow. Alter. Weit Respekt, Alter. Das ist echt krass. Hier geht's dann weiter. Synchro-Ablenker, Psi-Verjüngung. Ein Book als Rare aus Fairy on the Guardian, First Print. Sehr cool, da ist sie rausgekommen. Dann haben wir hier ein Beschwörungsmittel. Was habt ihr mit dem Blitzeinschlag gemacht? Die ist doch, den habt ihr doch, den habt ihr doch customized hier. Angsthängers Gewürz, sehr cool. Warte mal, was? Heißt der U-Boot-Frosch?
Ich habe die Karte nur auf Englisch in meinem Leben immer gesehen und da hieß er Submarine Frog, was halt U-Boot Frosch heißen wird, aber ich wusste nicht, dass er tatsächlich auf Deutsch U-Boot Frosch heißt. Oh, wie geil, sehr cool. Oh, weil ich nur eine englische Kopie habe oder zwei englische Kopien habe von Submarine Frog. Sehr geil. Schwarze Anhänger, Schimmerdrache, Domino-Effekt. Oh, Anna Piranha, sehr cool. Ein paar Oldschool-Karten, sehr geil. Skellengel, sehr nice. Oh, schwerer Sturm. Trap Dust Shoot, oh. Ob die Karte mal wiederkommt? Glaub nicht. Lichteinsperrender Spiegel. Riss. Oh, kalte Welle. Book. Noch mehr Gladi-Stuff. Alter, wie viele Bottomless sind in diesem ganzen Ding? Das ist echt viel. Gehirnkontrolle. Bestiari. Kribons. Gebejäger. Und adlige Ausrüstung. Wow. Gefühlt ist das so. Das Deck, das erstmal gespielt hat, tatsächlich so 2007, 2008, glaube ich, so von den Karten her. Wow. Dankeschön. Das ist echt. Echt krass. Alter, ich habe keine Worte dafür und alleine die zwei Matten sind schon richtig cool. Die Stardust Overdrive Matte und die Hobby League Matte hier mit Yubei. Wow. Krass. Ich würde sagen, wir machen dann einfach weiter mit dem nächsten Umschlag. Wow. Mads Respekt. kommen wir zum nächsten Umschlag und schauen wir mal dann, was da drin ist. Alter Falter, wie geil ist das denn? Ich wollte immer eine Hobby League Matte haben. Ich glaube, damals, als wir auf der Shadow Spectre Sneak waren, 2013 wurde auch im Atlantis eine Gadget-Spielmatte der Hobby League verlost, dort, die sie da noch hatten. Die wollte ich auch unbedingt haben, leider. Lief nicht so erfolgreich auf der Sneak Peek. Dann haben wir einmal den Rücksendeumschlag. Legen wir den mal hier hin. Und dann haben wir hier, okay, nichts Beschriftetes, da müssen wir mal gleich mal gucken, was ist hier. Der Schmiele ist auf jeden Fall mit am Start, das ist sehr schön. Und dann gucken wir mal, was hier noch drin ist. Alter, vor allem die Hobby League Matte fühlt sich noch echt richtig neu an, also noch richtig gut an. Während die hier schon echt gut angedönert ist, trotzdem ziemlich cool, ich werde die auf jeden Fall einmal sauber machen, einmal waschen wieder und dann sind die auch wieder, erstrahlen sie wieder im neuen Licht. Soundcloud.com Summoned Souls. Haben wir hier eine Musik am Start? Hallo Victor, wir schauen deine Videos seit circa Anfang 2016. Gefunden haben wir dich kurz nachdem wir mit Yugi angefangen haben. Du hast uns echt geholfen, wieder ins Game einzusteigen. Danke und ein großes Lob an dich für deine Arbeit und YouTube. Wir haben noch ein paar Fragen. Wer ist eigentlich dieser Renebrain? Keine Ahnung. Welches war dein Lieblingsformat in Yu-Gi-Oh? Von denen, die ich gespielt habe, habe ich persönlich, also mir sind die Formate eigentlich relativ egal. Ich persönlich fand zwei Formate, in denen ich jetzt selbst aktiv gespielt hatte, sehr, sehr cool. Das heißt, alles vor 2013, also vor meiner Shadow Spectre Sneak Peek, also mit diesem Ruler-Format, wo Sixth Sense gerade rauskam bei uns, auch limitiert. Alles davor kann ich nicht zählen, weil ich da nicht wirklich mitgespielt habe, deswegen kann ich das nicht wirklich so dazu zählen. Die coolsten Sachen waren für mich einmal das 2014er Format, das, wo ich mit Fire Kings gut rulen konnte und sehr viele Events gewinnen konnte und das mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, dass ein gutes guter Deck-Call war gegen die anderen Meta-Decks, womit ich auch sehr, sehr gut auf der DM und auf der EM gelaufen bin. Und das Necros-Format fand ich cool, wo wir Necros auf Full Power hatten. Also jetzt nicht da, wo es so leicht gehittet war bis zur Sommer, sondern das, wo es kurz für einen Monat bei uns Full Power war. Das fand ich auch sehr, sehr cool, weil ich halt dieses Deck liebe und ja, die beiden Formate fand ich halt sehr, sehr cool. Drittens, was hältst du von Gent? Für alle Leute, die keine Ahnung haben, was Gent ist. Gent ist quasi, ich habe jetzt meine Gitarre hier hinten liegen. Ich könnte mal kurz quasi sie mir jetzt graben hier mitten mit so richtig live und einfach mal meinen Verstärker andrehen und einfach mal kurz einspielen, was so gentig klingen würde. Okay, ich habe noch nie während meiner Videoaufnahme quasi hinter der Kamera einfach mal mir den Kackverstärker gegrabt und einfach mal was eingespielt. Ich hoffe, man hat irgendwas gehört oder verstanden. Ich habe das einfach mal jetzt so improvisiert, ohne mal die Kopfhörer zu haben. Also quasi clean habe ich nur die Gitarre gehört. Im Endeffekt ist Gent
Ja, man hört vielleicht im Hintergrund nochmal meinen Verstärker knacken, der halt jetzt ein bisschen ja, aufgewärmt ist durch seine Arbeit. Es ist quasi sehr, sehr tiefe Musik, die mit der Gitarre öfters mal einfach nur mit dem tiefsten Akkord, den sie gerade zum Greifen hat, ein Power-Akkord besteht und dann mal mit dem einfach nur die ganze Zeit einfach draufhaut und versucht einfach wirklich evil zu klingen. So mal jetzt im Groben umrissen. Ich bin selbst kein Djent-Experte und ich spiele es auch nicht wirklich sehr, sehr stark, sowas irgendwie in die Richtung. Ich bin ein Fan von halt verzerrten auch Metal-Tones und so und spiele auch mal gerne im tiefen Register. Höre ich jetzt selbst keinerlei Bands dazu in die Richtung. Ich kenne halt nur die ganzen Memes und die ganzen Videos da drumrum, so wie die Leute halt wie so eine Krabbe dann durchs Bild laufen und einfach tief und tief klingen wollen und dann mal ein böses Face dazu drehen. Jedem das seine. Ich finde es auf jeden Fall trotzdem cool, wenn man halt wirklich mal so ein ja, B oder so ein A einfach mal so richtig tief hat, auf der Basshöhe quasi, auf einer Gitarre einfach verzerrt runterhaut und das einfach mächtig böse klingt. Das ist mal so ein kleiner Umriss, was Djent ist. Die Karten in den roten Hüllen und grünen Hüllen bitte signieren. In den roten und grünen Hüllen. Was? Warte mal, grüne sind da. Ach, da sind rot, okay. Das ist ein Orange, hä? Das Token bei den roten Höhlen in der Effektbox signieren. Das dritte Pack ist für dich. Mit freundlichen Grüßen. Ich nehme das und dann das ist an, dass das Pack dafür ist. Die roten Höhlen in der Effektbox signieren. Das dritte Pack ist für dich. Mit freundlichen Grüßen, Nico und Lukas. PS, auf der Rückseite ist ein Link zu unserem Soundcloud-Profil von Freunden von uns. Wäre cool, wenn du ihn zeigen würdest. Das ist ja den wir schon zum Anfang des Videos gezeigt haben. Falls ihr mal abchecken wollt, Jaren Soundcloud, das ist Summoned Souls. Cooler Name auf jeden Fall. So, ich habe jetzt überhaupt kein Gefühl mehr, wie viel Video wir hier gerade am Laufen haben, weil ich einfach mal, ja, nochmal hier die kleine Djent-Session mit in der Aufnahme reingeworfen habe. Joa, aber das macht nichts und ich würde sagen, wir schauen uns mal einmal die Karten zum Signieren an. Das sind halt die grünen und die roten. Ich nehme an, jetzt habt ihr einfach zusammen eingesendet, sodass ich halt direkt für euch beide signieren kann. Schauen wir mal an, einmal hier drin aufmachen. Und dann gucken wir mal, wir haben hier Dunkles Magiermädchen, Slifer, Obelisk, Elemental, Neos und Erleuchtungspaladin. Die packen wir mal mit zum Umschlag mit dem Brief, weil da gibt es ja noch ein paar Spezifikationen, was genau wie unterschrieben werden soll. Dann die roten Hüllen. Bin mal gespannt, was dann mit der orangenen Hülle am Ende gemeint ist. Ich nehme an, weil es nach Pack gesagt hat, dass hier das gesamte Pack einfach mal unterzeichnet werden soll. So, einfach mal von der Seite aufgeschnitten. Wahlmesser, geil. So. Yeah. So, da haben wir eine Rettungskatze, eine Hypnoschwester, Gladiator Beast Gazeris, rotäugiger Zombie-Drache und... Ah, die Spielmarke. Oh, Dragon Knight Draco Quest als Secret Rare drin. Sehr cool. Aber ihr habt immer eine etwas fälschliche Spielmarke genommen, nämlich halt mit dem neuen dicken Rand, mit dem neuen dünnen Rand und der ist halt eine alte Karte, da passt da nicht ganz rein. Der sieht ein bisschen merkwürdig aus, man sieht dahinter noch leicht die Originalspielmarke. Da hätte man vielleicht eine der Spielmarken nehmen sollen, die noch kommen waren aus der damaligen Zeit. Da würde es da vielleicht ein bisschen besser passen. Genau, die gehen wir mal auch damit hin und dann schauen wir uns mal an, was das hier denn für mich noch gibt. Das hier ist einfach nur der Wahnsinn, das ist einfach absolut krass. Das ist absolut krass. Wir haben hier... Oh, eine Custom Junk Synchron Spielmarke. Sehr cool. Sehr geil. Genau so wie hier, so wie ihr es hier gemacht habt. Das wäre, glaube ich, eine genau richtige Vorlage für eine Spielmarke. Haben wir einen Genix Solar. Enthalten Knospe, Poison Rose, Izanagi. Oh, cool. Inferno Hammer. Okay. Und einen Poké Draco. Vielen, vielen Dank dafür. Die lege ich mal hier mit für mich zur Seite. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Umschlag. Wir haben noch etwas Zeit. Auch wenn ich gerade mit dem Kopf, mit dem Zusammenrechnen hier ein bisschen durcheinander bin, weil Video ein bisschen spät gestartet hat für mich hier und auch noch nebenbei die Musik hier eingespielt habe, mitten im Video, statt einfach das mal am Ende aufzunehmen, du Depp. Ja. Ich bin halt eher so der, der halt Cutliste relativ arbeitet und das passt dann halt historisch mal perfekt hintereinander, weil ich das tatsächlich auch hintereinander aufgenommen habe. Wir haben hier das, das, das und dann habe ich hier noch das, 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 aber wir haben keinen Rücksendeumschlag, okay. Nichts zum Unterzeichnen oder soll ich den Brief dann wieder gleich zur Seite legen? Oh Gott, was draufgemalt. So, hallo Random Brain, oh, 19.04.2017. Wie lange hat denn der Brief gebraucht, um hier anzukommen? Die anderen sind doch irgendwie schon mitten aus dem Mitte März. Alter Falter, what the fuck? Ich feiere deine Videos immer. Ich habe zwei Fragen. Warum ist Überläufer verboten? Ich meine, du nimmst ein Monster eines Gegners und kontrollierst es bis zum Ende deines Spielzugs. Ich finde, sie sollte auf eins mal im TCG erlaubt sein und OCG.
ist schwierig. Monster Clown ist immer schwierig, weil vor allem jetzt mit dem kommenden Link-Format kann man theoretisch daraus einfach ein Link-Material-Monster machen und dann kriegt der Gegner das Monster nie wieder. Früher hat man das genauso gemacht. Man hat früher einfach Monster genommen, die sich halt einen guten Effekt hatten, womit sie sich vielleicht zum Beispiel ein Kanonensoldat, die konnte sich selbst wegopfern, hat der Gegner den nicht wiederbekommen oder man hat den Gegner einfach direkt in dem Spielzug besiegt. Man könnte zum Beispiel hier heutzutage in einem Zodiac Mirror Match, dass ich einfach Zodiac schnappen, ein Xyz-Monster drüber liegen, dann kriegt das auch nicht zurück. Wir hatten es ausprobiert mit Schnappstahl, die quasi ein permanente Variante davon ist, außer dass man halt verdeckte Karten nicht mitnehmen konnte. Verdeckte Karten mitzunehmen ist halt ziemlich gut für Überläufer. Man kann halt einen Flip-Effekt-Decks quasi ihren Flip-Effekt-Monster wegnehmen, weil man flippt sie auf und dann kann man sie teilweise vielleicht auch sogar für sich selbst verwenden, wenn die Karten sehr generisch sind. Ist eine schwierige Karte, kommt auf das Format drauf an, wo man sie erlauben kann und wo man nicht. Wird höchstwahrscheinlich schwierig schwer sein und ich weiß nicht, ob sie irgendwann mal in Zukunft auch eine Rate bekommt, wie zum Beispiel die Gehirnkontrolle, die musste sie auch offene Monster klauen, das weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, sie musste auch offene Monster klauen und halt auch nur bis zur Endphase und damit hat man auch schon genug Schamanak damals getrieben und die Karte wurde schon mittlerweile erratet. Schnappstahl wurde direkt gebannt nach einem Formattest. Ich glaube, so ein ähnliches Problem wird auch Change of Heart haben. Warum ist das so schlimm? Früher war es ja noch erlaubt, aber auch, glaube ich, direkt auf 1 oder so war die limitiert relativ schnell. Zweitens, wie findest du alte Decks aus der ersten Yu-Gi-Oh! Staffel und GX und warum sind zum Beispiel die alten Detailen und die Fusion heute so unbeliebt? Die waren früher auch nicht beliebt. Nur weil man damals den Anime geguckt hat und deswegen die Karten gut fand, wurden sie dennoch nicht wirklich stark im Meta gespielt. Das hat man hat so ein bisschen so seine Nostalgiebrille auf. Wirklich spielbar waren die nicht wirklich und deswegen waren sie nicht wirklich beliebt. Bei den Spielern, also bei den Spielern, die halt aktiv im Meta spielen. Bei den Spielern, die Sammler sind oder so, sind die natürlich immer noch beliebt, weil das sind halt coole Karten mit entsprechender Story dahinter. Das ist halt so. Man muss ein bisschen die Nostalgiebrille absetzen. Das Vanilla Beatdown oder ich bin Tribute für Blue Eyes waren auch, glaube ich, das erste Format oder so, maximal nach Legend of Blue Eyes und danach wurden auch Effektmonster gespielt und so. Und es hat sich sehr relativ schnell verändert. Vor allem, wir haben es ja gesehen, als wir unsere Retro-Duell-Reihe gemacht hatten, zusammen mit The Envoy im OCG, da hat man halt auch immer einfach nur das Beste gespielt, was man da hatte und hat relativ schnell die Klassiker-Karten auch weggeworfen, wie Dunkler Magier oder so, das war dann einmal halt zu schlecht und hat dann lieber mit den anderen starken Karten gespielt, die halt einem deutlich mehr Vorteil generieren konnten. Hoffentlich gefallen dir die Karten, könntest du mir den Elemental Sparkman signieren? Liebe Grüße, Jakob. Change of Heart. Ich finde, die so schwach sind die nicht. Die alten Fusionen sind teilweise gar nicht so schwach, sind aber halt schwierig zu beschwören, weil man halt sehr viele Karten investieren muss, damit sie halt ihre Effekte aktivieren können. Also, so, wir gucken jetzt mal, wen sollte ich nochmal, den Sparkman sollte ich signieren, ne? Da muss ich gleich mal gucken, du hast keinen Rücksendeumschlag gesendet, aber du hast hier, glaube ich, eine Adresse drauf, das heißt, ich kann auf jeden Fall daraus rausfinden, zu wem ich das zurücksende. Okay, das legen wir mal zur Seite und dann, habe ich den Brief ein bisschen querbeet gelesen, aber ich bin immer noch baff vom ersten Umschlag. Das sind die Karten für mich. Was haben wir hier? Wir haben, Drago Sync Test, okay. Sync war das? Oh. Neue Weltraum-Flare, Neo-Weltraum-Flare, Scarab, Feuerritter, danach laden, Seelen, das Valhalla und einen Dino-Tag. Vielen, vielen Dank dafür. Ich würde sagen, wir machen noch einen Umschlag und dann reicht das für uns heute mit 4 Umschlägen, beziehungsweise, einem Riesenpaket haben wir dann auch genug für heute gemacht, weil das haut mich so schon mehr als genug um. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich vorlese oder was ich hier sage, also ich bin raus. So, wir haben hier einen ziemlich witzigen Smiley. Wir haben ein bisschen Stuff und Things und Karten. Und gut, hallo Victor, wie geht's dir? Ich hoffe doch gut. Guck mal, das Ding ist einen Monat später ist irgendwas passiert mit dem Brief, dass er ein bisschen länger lag? Ich hoffe nicht. Meine Frage an dich, was hältst du von dem Deckthema musikalisch? Stark untersupported, hat eine spezifische Siegesbedingung mit diesem Lock da, dass man halt irgendwie die nicht wirklich loskriegt dann. Ansonsten sehr, sehr intensive Fusionsbeschwörungen, die extrem kosten. Intensiv sind, was sehr, sehr schwierig ist, aber man hätte ein bisschen mehr draus machen können im Yu-Gi-Oh! Arc 5 Anime zum Beispiel. Mit den Lunalicht haben sie auch mehr hingerichtet als mit musikalisch. Ich glaube, persönlich würde ich Lunalicht deutlich stärker einschätzen als musikalisch. Sollte man es mit Sendboten mischen? Wenn ja, weißt du, welche spielstark sind? Ich hätte keine Ahnung, warum Sendboten mit musikalisch jetzt gut zusammen funktionieren würden, vor allem, weil ich nicht alle musikalische Effekte kenne. Ich würde jetzt erstmal momentan keine Synergien sehen. Sollte man es auf Rang 4 oder Rang 8 spielen oder beides mischen? Sendboten sind eher ein Rang 2, Rang 3 Deck?
Rang 4, Rang 8, ich habe keine Ahnung, was musikalisch alles rausquetschen kann. Wo kommen die ganzen 8 drauf einmal her? Sind das die ganzen Fusionen oder so, die man dafür benutzen kann? Weil so diese ganzen anderen Main-Decks, so Mozart und so, wie die heißen, glaube ich, die waren ja jetzt nicht so stark. Ich habe keine Ahnung, warum man es bauen müsste. Ich bin da nicht der Experte, ehrlich gesagt. Vielleicht kamen einige Zuschauer mehr Ahnung da in den Comments bezüglich musikalisch. Ich bin da, glaube ich, der Falsche. Wäre schön, wenn du wieder ein Video mit The Death for YouTube machen könntest. Sind sehr unterhaltsame eure Videos. Die ja, klar, müssen wir mal gucken. Momentan bin ich mehr als geschafft von der ganzen GYL und den ganzen Zusammenarbeiten mit 1000 Millionen anderen Leuten. Ich brauche erstmal eine Pause von allem. Die Karten sind für dich. Dankeschön. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg und Glück bei Yu-Gi-Oh! Und YouTube. PS, was war die teuerste Karte, die du bis jetzt eingesendet bekommen hast? Wahrscheinlich eine von diesem Pro da, der da hier diese ganzen Oldschool PSV Exodia, der LOB, das Playset in LOB Mint First oder so eingesendet hat. Der Scheiß ist absolut fucking teuer gewesen wahrscheinlich, was das wert ist. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind da schon einige gute Karten hier reingekommen zum Signieren, beziehungsweise zum Hüllensignieren davon, die ich halt selbst nicht behalten habe, von den Karten, die mir zugesendet worden sind. Boah, wüsste ich jetzt nicht, was die teuerste Karte ist. Ist auch relativ egal, weil das halt immer zeitabhängig ist und klammert euch nicht so stark an den Wert fest, an die Werte, die aktuell sind oder halt irgendwie Werte, weil im Endeffekt sind es halt immer noch nur Karten und die haben halt einen gewissen, nostalgischen Wert eher für mich, wenn ich sie dann von euch bekomme, beziehungsweise halt einen Sammlerwert, weil sie halt für mich halt in meine Sammlung perfekt reinpassen. Da sollte man sich nicht an diese Werte klammern und sagt, ja, allgemein hier in diesem Spiel. So, wir haben hier für mich einen glühenden Rotdrachen, Instrumentler Biss, Quackimiro Gravirose, ein Ulti, sehr cool, Hapienmädchen, unzensiert, Wundela, das kann ich sehr gut gebrauchen. Die muss gleich wieder zurück in die Hülle und ich glaube, hier ist noch eine Karte dahinter. Da ist noch ein goldenes Bambusschwert. Sehr cool, ich glaube, ich hab nur ein Bambusschwert, glaube ich, bisher. Ein reguläres Bambusschwert, ich glaube, dann das Verfluchte, weil das ja aus dem Case war, aus den New Challengers. Ich glaube, ein goldenes Bambusschwert habe ich, glaube ich, gar nicht. Ist da noch eine Karte dahinter? Ich glaube nicht, dass so viel passt da nicht rein. Wow, das ist doch, Moment. Ist da doch noch? Nee. Okay, wow. Das war eine Menge Holz für heute. Ich glaube, für mich reicht das heute. Ich bin bedient. Ich habe hier absolut krassen Scheiß eingesendet bekommen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin erstmal durch. Ich hoffe, euch hat diese Abo-Post-Opening-Folge gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüssi.